Es war ein guter Tag und ihr habt alle gute Arbeit geleistet. Fahren wir heim, um alles zu entladen. Bist du sicher, dass wir nicht irgendwo noch etwas Gold versteckt haben könnten? Mein Gefühl sagt mir nein. In diesem... Segel hissen! Singt uns ein Lied. Segel runter! Segel! Und Eva, wie viele hast du? Wie bitte? Doug, ich muss meine Leichen nicht zählen. Es waren einfach zu viele. Und das soll ich dir glauben, Wolfsmal? Ich habe 26 getötet. Unsinn. Als wir ankamen, waren es doch nur ein Dutzend. Nein, du hast sie verpasst. Sie haben vom Wald aus angegriffen. Erzähl nachher. Wunderbar, Eivor. Diese Schmiede ist größer und heißer als meine alte bei uns in Formberg. Komm mich jederzeit besuchen. Bei mir findest du die besten Waffen und Rüstungen. Ich komme, Gunnar. Ganz sicher. Sag mir doch noch mal, was du hier machst. Was du auch für dein Langschiff brauchst. Mein Mann und ich helfen gern. Wir haben ein gutes Auge für solche Dinge. Jetzt ist es allerdings wichtiger, dass du uns eine Arbeitsstätte baust. Beeil dich damit etwas, ja? Ich muss los. Bis bald. Auf Wiedersehen, Eivor. Die Sachsen unterteilen ihre Königreiche in kleinere Gebiete. Eivor? Was bewahrst du in diesem Raum auf? Meine beste Waffe, denn dieser Raum gehört dir. Hier kannst du ruhen, deine Axt aufhängen oder deinen Gedanken nachsinnen. Gefällt er dir? Er passt zu mir. Ich schlafe aber genauso gern bei den Kriegern an der Anlegestelle. Ich brauche keine Sonderbehandlung. Das ist keine Sonderbehandlung. Ich will dich im Langhaus wissen. Nah bei mir. Ich mag Jarl des Clans sein. Aber du und ich führen gemeinsam, wie immer. Also mach es dir bequem. Wenn du bereit bist, treffen wir uns bei den Ställen. Ein Kästchen für Nachrichten und Gesuche.
Bett wie dieses hatte ich nicht oft. Hier werde ich mich gut erholen. Nicht viel, aber mein eigen. Erzähl mir, was du hier tust. Wenn ich dir etwas tätowieren soll, komm einfach vorbei. Du kannst mir jeden Entwurf mitbringen, den du findest. Aber ohne Laden keine Tätowierungen. Baue etwas für uns, sobald du kannst, und wir machen uns ans Werk. Wir sehen uns später. Wir sehen uns, Eivor. Ich lebe gern im Langhaus. Ich fühle mich wie ein Jarl. Ja, reite beim Eintreffen der Nachricht sofort los. Du kannst auf mich zählen, mein Freund. Der Pfad vor uns erleuchtet. Am Ende wartet der Ruhm. Lebe wohl, Eivor. Aber warum jetzt? Dag, bitte. Es muss getan. Morgen, Eivor. Ruhe da. Was tust du hier noch gleich? Ich bin als Stallbursche mit der Hege und Pflege von Tieren vertraut. Komm zu mir, wenn du etwas für dein Pferd oder deinen Raben brauchst. Für den Augenblick kann ich nur wenig tun. Wenn du mir einen Stall baust, wäre das anders. Wie kommt es, dass du solch eine Verbindung zu Pferden hast, Uadan? Sie waren mir in der Jugend die besten Freunde. Ich war ein kränklicher, stotternder Junge und nur die Pferde lachten mich nie aus. Mit der Zeit begann ich, sie so zu verstehen, wie du Menschen verstehst. Ich höre ihnen zu, wenn sie sprechen, und umgekehrt. Ich muss gehen. Bleib gesund. Ich habe noch kein Pferd für dich. Dieses wird gebraucht. Alles Gute! Wo reitet er hin? Verlässt uns Basim denn schon? Sigurd will auch bald weg. Ist das wahr? Die Söhne Ragnars haben ihr Lager im Norden aufgeschlagen. Wir sollten sie besuchen, um unsere Verbindung zu diesem Land zu stärken. Ist Basim dorthin unterwegs? Basims Ziele sind die seinen. Belass es dabei. Wir haben Wichtigeres zu besprechen. Ich reite nach Legra Kestashir, in einer Stadt namens Cheopedun. Eivor, ich erwarte, dass du nachkommst, wenn du hier fertig bist. Ich komme gleich mit. Ich brauche nur ein Pferd. Noch nicht. Sprich erst mit Randvi. Sie hat mehr als nur eine Aufgabe für dich. Neben dem Aufbau der Siedlung müssen auch Bündnisse geschlossen werden. Wir können Englerland nicht mit so wenigen Freunden befrieden. Dann muss ich dir beistehen, Sigurd. Ich eigne mich besser für lange Reisen. Nein, Dag. Du gehörst hierhin, zu den Kriegern. Und du wirst Eivor Folge leisten. Pass auf dich auf, Bruder. Ich folge dir, sobald ich kann. Ja. Und ich halte unsere Krieger in Form. Eivor Folge leisten? Will er mich auf die Probe stellen? Vielleicht. Sigurd ist ein weiser Mann. Eher befolge ich die Befehle einer Laus. Du musst immer mal mit deinem Raben sprechen. Das mögen sie gern. Eivor, mein Stall ist noch etwas leer. Ah, da bist du ja. Du wolltest mich sehen? Sigurd trug uns auf, dafür zu sorgen, dass wir in Englerland Fuß fassen. Er will Bündnisse schmieden. Eiserne Bande mit allen Nordwegern, Dänen und Sachsen. Ja, wir sind die Fremden hier. Freunde zu finden würde uns helfen. Wo fangen wir an?
Meine Kundschafter überbringen uns täglich Neuigkeiten und so langsam fange ich an, diese zerrütteten Lande zu verstehen. Je mehr ich erfahre, desto mehr kann ich dir über jede Region erzählen, bevor du dorthin aufbrichst. Ich verstehe. Sobald du Verbündete in einem Gebiet gefunden hast, rede mit mir. Dann entscheiden wir über den nächsten Schritt. In Ordnung. Und wo fangen wir an? Du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Schließ dich Sigurd in Legrakestashir im Norden an und triff auf die Söhne von Ragnar Lodbrok. Oder gehe gen Süden nach Grantabrückschir zu einem Dänenheer, das von Jarl Gudrum und Soma angeführt wird. Ich sollte hinzufügen, dass unser Freund Heitam sich mit seinen eigenen Quellen in den Städten besprochen hat. Seine Ergebnisse könnten uns für Bündnisse in Englerlands Städten nützen. Sprich mit ihm. Vielleicht braucht er etwas. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. Erzähl mir von Grantabrückschir. Eine dänische Streitmacht, die von den Sachsen das Sommerheer genannt wird, lagert nördlich von Grantabrück in Ruinen jenseits des Flusses. Wir sollten uns mit ihren Anführern Gudrum und Soma gutstellen, wenn wir ihr Vertrauen und ihre Freundschaft gewinnen wollen. Meine Späher trafen sie nicht selbst, also kann ich nur wenig über den Zustand ihres Heeres sagen. Dies ist immerhin ein Anfang. Erzähl mir mehr über Legrakestashir. Ich möchte mich bald Sigurd anschließen. Er reiste in eine Stadt namens Heopedun, um Oba und Ivar Ragnarsson zu treffen. Wie ich hörte, stehen sie kurz davor, den König Mercias zu verbannen, in der Hoffnung, dafür ihren eigenen einzusetzen. Ein kühnes Vorhaben. Ich sollte dort sein und ihnen helfen, so gut ich kann. Ich glaube, das wäre gut. Ich werde sie nicht warten lassen. Gut. Ich werde Sigurd und die Söhne Ragnars benachrichtigen und deine Hilfe zusichern. An deiner Stelle würde ich mit dem Schiff fahren. Cheopedun ist recht weit im Norden, am Trent. Heitam, Randvi bat mich, mit dir zu sprechen, darüber, wie man Freunde in den Städten Englerlands findet. Genau. Lunden, Jofovik, Winchester, alle drei werden von Mitgliedern desselben Ordens heimgesucht, zu dem auch Kjötvi gehörte. Doch ihr Einfluss reicht noch viel weiter als das. Von allen Ländern der Erde ist Englerland wohl am stärksten betroffen. Richten Sie hier denselben Aufruhr an wie Kjötvi in Nordwege? Nicht nur Aufruhr. Sie verbreiten die Plage der Täuschung und lehren die Menschen, sich zu erniedrigen und zu quälen, um Macht zu erlangen. Das scheint dir sehr nahe zu gehen. Natürlich. Es ist der einzige Zweck der Verborgenen, den Körper und Geist der Menschen von unnatürlichen Fesseln zu befreien. Aber wir haben seit 4 Jahrhunderten keine Handhabe mehr in Englerland. Seit dem Sturz des Römischen Reiches war kein Verborgener mehr hier. Dadurch hatte der Orden der Ältesten viel Raum, um zu wachsen und zu gedeihen. Unsere Aufgabe wird nicht leicht sein. Doch mit einem Bruderschaftshaus könnten Basim und ich unsere Arbeit aufnehmen. Falls du Zeit und Material hast, um eins zu bauen, wären wir dir sehr dankbar. Ich sehe, was ich tun kann. Geier hat gerast! Beherrsche dich! Das Segel bleibt noch unten. Bei Tor! Zeit für ein Lied! Wir können das Segel nicht setzen. Hey, was ist los?
spoken well in Hall of Kings. An ocean steep. Hier können wir nicht segeln. Hier müssen wir an die Ruder. For noble deeds thine honor sing. The brave man slain. In diesem Gewässer müssen wir rudern. Reward for strain to fall her. Wer segelt? Then horns resound the mighty call. For those who fight, for those who fall. Hated cheer, a blood-red surge, the warrior's shield. Raven scan the battlefield. Raven scan the battlefield. The beaten blaze, no trail of bread. Clothing gaze upon the dead. And horns resound the mighty horn. For those who fight. Those who fight and those who fall, may horns resound the mighty horn. For we who fight, for we who fall. Nehmt die Ruder, nicht das Segel! Segelfrieden! Stimmt etwas an? Das setzen wir später fort. Erzählt wird später. Jetzt besser nicht. Sing, mein Grab. Los! Segel nützt dir nicht! Leg den Mann nieder! Was stellst du, Glutruf? Segel hoch! Genug jetzt! Seid sie wieder! Rauchen wir! Lass mir ein Geschenk! Mein Feind! Luft, ihr diesen Abschaum aus! Jetzt wird richtig gekämpft! Come on!
nicht, die Ratte! Lass mich! Hab Luft doch mal! Geh zurück zum Schiff! Bringt uns ein Licht. Was siehst du, alte Freundin? Und das Segel! Das muss kommen. Pedun, Sigurd wird mit den Ragnarssons hier sein. Mir.